Jo, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe mal, bei euch ist alles fit soweit. Nämlich gibt es heute, wie es schon im Titel ist, so ein kleines Update-Video, würde ich es jetzt mal nennen. Denn ihr lest schon im Titel, die Super Duke befindet sich nämlich auch schon im Winterschlaf. Und warum das Ganze, das werde ich euch heute in diesem Video einfach mal erklären. Beziehungsweise in diesem Video gibt es auch heute einfach mal ein kleines Update-Video zu all meinen Bikes. Nämlich Leute, ihr lest ja im Titel, dass die Super Duke kaputt ist, beziehungsweise kaputt war. Warum war sie kaputt? Man könnte jetzt natürlich sagen, Drecks-KTM, dies, das, Ananas. Ihr kennt die Geschichte. Nur ich muss jetzt mal eins sagen. Ich fahre jetzt seit 6,5 Jahren KTM-Bikes. Und das war jetzt das erste Mal, dass mich ein Motorrad von KTM im Stich gelassen hat. Und ich glaube, das kann man auch mal erleben, oder? Also bevor jetzt wieder jemand was gegen KTM sagt, also mit meinen Hondas, hatte ich schon mehr Probleme. Auf jeden Fall wollte ich eine letzte, beziehungsweise ich wollte noch zwei Touren dieses Jahr mit ihr fahren. Und bei der vorletzten, ja, fahre ich zu einem Kollegen. Kollege zieht sich an, ich ziehe mich an, ich will starten. Und was passiert? Batterie tot. Ja, das heißt, die Super Duke hat mal wieder eine Batterie gefressen. Yay! Ich sollte halt einfach aufhören, dass ich für eine Super Duke die Billigbatterien kaufe. Und sollte halt, glaube ich, in Zukunft mal überlegen, dass ich mir vielleicht eine Lithium-Ionen-Batterie oder so hole. Mit ein bisschen mehr Bums, die dann auch mal ein bisschen länger hält. Ich meine, Leute, ich kann es euch ja kurz zeigen. Die Super Duke lebt natürlich wieder. Starten tue ich sie jetzt nicht, denn sie ist eigentlich schon im Winterschlaf. Genau, und ich bin dieses Jahr mit ihr auch nur, glaube ich, 2.500, 3.000 Kilometer gefahren. Ah, scheiße ist das. Das ist richtig scheiße, denn ich wollte mit ihr eigentlich dieses Jahr mehr fahren. Dann müssen wir das halt nächstes Jahr machen. Aber ich glaube, das sind die geringsten Probleme, dass ich mehr mit einem Motorrad fahren muss, oder? Ja, und genau deswegen ist die Super Duke jetzt mittlerweile seit gut 1,5 Monaten im Winterschlaf, denn ich wollte es jetzt nicht mehr fahren eigentlich. Denn ich habe am Anfang Angst gehabt, dass vielleicht Lichtmaschine kaputt ist, etc. Aber nein, ist zum Glück nur die Batterie kaputt gewesen. Nur das Problem war, bis ich eine neue Batterie bekommen habe, habe ich die Karre halt leider schon abgemeldet. Weil ich dachte halt, oh, vielleicht muss ich da doch noch ein bisschen mehr investieren. Und ja, war zum Glück nicht der Fall. Nur ich hatte sie halt jetzt schon abgemeldet und deswegen ist sie jetzt auch schon im Winterschlaf. Ich habe sie nicht mehr geputzt, denn sagen wir so, eine Stunde bevor das passiert ist, also eine Stunde bevor die Batterie verreckt ist, war ich das Bike zufällig voll tanken und waschen und das in der Zeit, in der Stunde bin ich 10 Kilometer gefahren. Das heißt, ja, sie ist eigentlich eh ready für den Winter. Und Leute, ich hoffe, ich kann es diesen Winter endlich mal machen, nämlich die Felgen lackieren lassen. Ich habe einen Lackierer gefunden, der mir das machen würde für einen relativ guten Kurs. Nur, ja, die CBR da draußen bekommt auch eine neue Felgenfarbe und da weiß ich nicht, ob ich das beides in einem Winter packe. Aber wenn ich schaffe, dann bekommt endlich die Super Duke die halb Felgen, wie ich schon öfters gesagt habe, dass das noch immer so ein Traum für mich wäre, für eine Super Duke. Und die CBR bekommt entweder weiße oder golde Felgen. Da brauche ich nämlich noch eure Hilfe. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was würdet ihr machen? Goldene Felgen oder weiße Felgen? Also ich muss sagen, auf Twitch haben wir eine Abstimmung gemacht. Da war die Mehrheit für Gold. Und ich muss sagen, Gold ist auch geil. Nur weiß wäre halt auch schon geil. Deswegen Leute, haut es bitte einfach mal in die Comments. Und wenn wir schon bei der CBR sind, können wir hier auch natürlich gleich weiterreden. Die CBR hat mittlerweile einen neuen Tachosensor bekommen. Nur ich muss sagen, die 350 Euro für den drecksverfickten Sensor waren für den Arsch. Die waren echt für den Arsch. Denn der Tachosensor, der neue, der ist noch schlimmer als der alte. Also vorher war es ja immer so, ich fahre so 50 Kilometer am Stück, dann zeigt der Tacho mal 0 km/h an. Ja, jetzt ist so, ich fahre 2-3 Kilometer und der Tachosensor zeigt 0 an. Und dafür habe ich bei Honda 350 Euro für einen Sensor ausgegeben. Ich liebe es. Nur zum Glück ist es ja bei mir eh relativ egal, denn ich nehme aktuell auch ein paar RAW-Videos für den Winter noch auf mit ihr, bevor sie letztendlich in den Winterschlaf geht. Und guckt mal, ja, Tacho ist so oder so abgeklebt, weil ich keinen Bock auf Zensieren habe.
Und mich nervt es einfach nur, dass der Tacho hin wieder null anzeigt. Deswegen habe ich ihn auch abgeklebt, dass ich das einfach nicht mehr sehe. Aber gut, die Kleine kommt nächstes Jahr wahrscheinlich eh zum großen Service. Und dann sollen sie das einfach gleich mal fixen, denn ja, schon ein bisschen nervig. Aber das war es dann eigentlich auch schon zur CBR. Jetzt kümmern wir uns noch kurz um das Schmuckstückchen hinter mir, nämlich meine Husqvarna FE350. Ihr habt es in den letzten paar Videos gesehen, wir haben das Ding jetzt endlich umgebaut auf anderen Kettensatz. Endlich vernünftige Reifen. Das Ding fährt jetzt auch relativ gut. Kann ich echt nichts sagen. Wir haben dem Ding ein neues Dekor verpasst und ich habe Spiegel montiert, fragt mich nicht warum. Die Karre ist so das Rotze illegal, aber ich habe Spiegel um. Yay! Und ich habe es jetzt auch schon ein bisschen probiert, mit ihr ein paar Wheelies zu machen. Also ich bekomme sie zumindest jetzt schon mal dazu, dass vorne das Vorderrad abhebt. Nur ist halt das Problem, ich scheiße mich noch ein bisschen an vor dem Ding. Denn ich muss den Bremshebel auch noch umstellen, der ist mir viel zu hoch. Denn ich stehe da, also ich stehe wirklich so da drauf irgendwie. Also da muss noch ein bisschen nach unten. Denn ja, sonst ist mir das ein bisschen zu unsafe. Genau. Aber mit der Originalübersetzung, beziehungsweise mit der Übersetzung, wie ich sie gekauft habe, habe ich sie einfach gar nicht hochbekommen. Also wahrscheinlich hätte ich genug Eier in der Hose, dann hätte ich sie sicher hochbekommen. Aber ja, ich bin da relativ Schisser, denn ich hatte auch schon mal einen Wheelie-Fail und will das ja eigentlich irgendwie nicht wiederholen. Nur jetzt mit der kurzen Übersetzung habe ich sie zumindest schon mal mit relativ wenig Drehzahl auch hochbekommen. Also hochbekommen, wahrscheinlich so. Aber sie ist zumindest mal abgehoben. Und ihr kennt mich, ich bin, was Wheelies angeht, eh der größte Schisser. Und ich will mich ja da jetzt über den Winter wirklich langsam rantasten. Und Leute, ich habe eine gute oder eine schlechte Neuigkeit. Das müsst jetzt ihr entscheiden. Ich habe eventuell eine zweite Supersportler gekauft. Ja, Leute, ist das eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht? Als kleiner Teaser für die Leute, die mir schon länger folgen, die kennen das Bike auf jeden Fall. Nur da ist das Problem, ich muss noch ein bisschen Geld auftreiben, denn ihr kennt es. Okay, das war jetzt auch relativ ein bisschen spontan, der Kauf, sage ich, wie es ist. Nur, ja, ich musste das Bike einfach kaufen. Warum? Das erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist. Ich denke aber mal, das wird vor Februar nichts werden, denn Geld kann ich leider auch nicht scheißen. Aber ja. Aber gut, Leute, das war es mit diesem Video. Mal so ein richtig random Info-Video, Update-Video, wie es gerade so steht mit meinen Bikes und so. Ich hoffe mal, sowas gefällt euch auch mal, denn ja, ich wollte das jetzt einfach mal abhaken mit der Super Duke, weil mich immer noch Leute fragen, was mit dir los war, dies, das. Das habe ich jetzt mal erläutert und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und Peace, Leute!